Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 7 und heute das erste Mal auf der Xbox One X mit euch zusammen. Ihr profitiert jetzt vielleicht nicht ganz so viel davon wie ich, denn leider ist die Streaming-Qualität, die Apps sind immer noch nicht angepasst, noch nicht upgedatet worden quasi für die Xbox One X. Dementsprechend kann ich leider immer noch nur mit Twitch die 720p oder mit Mixer die 1080. Aber Mixer hat mir einfach noch zu viele Probleme. Darum bleibe ich doch lieber bei Twitch. Da weiß ich, was ich habe von. Und ich begrüße natürlich die Live-Zuschauer, die jetzt gerade zufälligerweise zum ersten Mal reingeschaltet haben, überhaupt nicht dabei waren beim da vorherigen Stream, den ich leider nicht auf YouTube machen kann, weil da leider der Ton nicht übertragen wurde, weil der Toni wieder so blöde war und was vergessen hat. Nein, das ist jetzt das erste Mal mit euch zusammen. Ich verspreche es euch. So, liebe Leute, ich möchte heute mit euch ein bisschen über die Xbox One X sprechen. Einfach mal so ein paar Erfahrungen meiner Seite aus, weil jetzt habe ich die ja nun 2 Tage schon zu Hause. Und nebenbei fahren wir ein bisschen Rennen. Wie das so klingt, so nebenbei. So ein guter Fahrer, dass er sich nicht konzentrieren muss. Nein, ich werde bestimmt beschissen fahren, aber irgendwie muss ja beides miteinander funktionieren. Weil wir können uns jetzt nicht eine halbe Stunde lang hier einen Startbildschirm angucken. Darum, bevor wir jetzt hier irgendwie zum Detail gehen, schauen wir uns mal an, wo könnten wir auf jeden Fall mal noch ein schönes Rennchen machen. Ich würde gerne meinen neuen Alpha fahren. Es gab nämlich ein Auto-DLC-Update, ja, das war ja heute da oder gestern. Und den würde ich gern fahren wollen, mein kleiner Alpha. Der ist hübsch, der ist schön. Hier oben Elite, das heißt doch, dass ich irgendeinen nehmen kann, oder? Verstehst du gerade falsch, oder was ist denn das? Fahrer, leck mich am Arsch, oben Elite. Können Sie Ihr Auto frei wählen, um gegen andere Fahrer mit Autos derselben Klasse anzutreten. Ja, das klingt schön. Spannende und nervenaufreibende Rennerlebnisse und nicht selten abendfüllende Unterhaltung. So, jetzt möchte ich euch ihn zeigen. Ihr müsst euch ihn angucken. Das ist einfach, der Alpha ist einfach, er ist zu schön. Und was finde ich denn in Alpha jetzt eigentlich? Hätte ich vielleicht mal gucken müssen. Bam, 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 bam. Das finde ich ganz cool, ne? Dass man hier überall mal so seine eigene Kategorie machen kann. Und wie gesagt, gleich sprechen wir ein bisschen über die Xbox One X. Jetzt muss ich erstmal nur das Auto finden. Auto, Auto, Auto! Da ist mein Alpha 8C. Das ist er aber nicht, den ich haben will. Zumindest nicht jetzt. Da ist er. Ach, guckt ihn euch an. Ist das nicht ein Genuss? Ist das nicht ein Genuss? Natürlich designed by Sonichi, liebe Leute. Aber den Hit habe ich euch ja schon mal gezeigt, aber ich fand den recht passend. Wohl, das ist die Grundlackierung von den Alpha. Ja. Und ich mag dieses grau-blau-metallic, was der hat. Und ich fand den Hit, der passte da so schön mit seiner Rüstung. Und habe dann einfach nur die Hälfte des Autos schwarz gemacht und habe das hier mit diesem komischen Dingsbums-Design da so ein bisschen halbiert quasi. Ich hoffe, euch gefällt. Also ich finde den echt hübsch. Ist ein schönes Auto. So, jetzt nehmen wir den auch. Und jetzt fangen wir so ein bisschen an, über die Xbox One X zu sprechen. Also, liebe Leute, die Xbox One X ist ja nun eine schöne Konsole. Ansonsten hätte ich sie mir nicht geholt. Die hat eine ordentliche Power. Und ich wusste ja, dass sich die Spiele, natürlich, wenn man einen 4K-Fernseher hat, so wie für mich, natürlich auch mehr lohnen. Gerade die, die ein Update bekommen haben, wollen bessere Grafik und so. Jetzt kamen die raus und ich habe jetzt so alle Spiele einfach mal so gleich getestet, die ich so in meiner Sammlung hatte und die ein Update bekommen haben, ne? Also Halo sieht viel geiler aus, Gears sieht viel geiler aus, ich habe sogar mal World of War Tanks reingeschmissen, sieht viel geiler aus. Also, weißt du, ich habe einfach mal alles so ausprobiert, um einfach mal zu gucken, hey, cool und das und dies und jenes, ne? Auch Forza sieht jetzt einfach richtig schön fett aus, aber dazu kommen wir gleich nochmal im Rennen, sag ich mal. Und war da einfach so ein bisschen überrascht, ja? Und dann kam aber der Oberknüller, ja? Während ich so die Spiele teste, während der Updates, war da so ein Spiel, was ich eigentlich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und zwar Ark. Ne? Ark ist ja so ein Dino-Survival-Spiel und ich bin so ein alter Dino-Fan. Ja? Ich liebe Dinos, ich liebe Jurassic Park und die ganze Sache. Ich freue mich auch schon auf nächstes Jahr auf dieses Jurassic Park-Spiel. Ja? Und das hat ja nun auch ein Update bekommen. Und da habe ich mir gedacht, ey, dann kannst du ja mal das was, ne? Möchten Sie die Sitzung verlassen? Nein, ich habe falschen Knopf gedrückt. Jetzt warte mal, jetzt muss ich wieder Multitasking. Ah, oh, Leute, Männer und Multitasking, das funktioniert nicht. So. Ach, mein Alpha, ich liebe dich. Nein, wie gesagt. Und da habe ich dann halt wieder Ark rausgekramt. Oh, sieht das fett aus. Ihr könnt es nicht sehen, aber ihr müsst mir vertrauen. So, und ich fahre jetzt erstmal mit dem Auto. Jetzt muss ich mich vielleicht doch mal ein bisschen konzentrieren. Ich weiß nicht, wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist. Ich fange jetzt nochmal an. Auf jeden Fall, ich hatte Ark damals runtergeladen. Da war das im Preview-Programm auf der Xbox One.
und habe das vorher die ganze Zeit im Let's Play angeschaut, die PC-Version. Es gab ja schon auf dem PC eine ganze Weile. Und das fand ich halt so geil. Die Dinos sahen so geil aus und mir hat dieses Survival-Konzept richtig gut gefallen mit den Dinos. Und dachte, hey, cool, das kommt jetzt für die Xbox. Ja, direkt runtergeladen. War auch am Anfang relativ zufrieden. Okay, extremes Kantenflimmern und die Weitsicht war, ja, sagen wir mal, grottenschlicht. Aber es ging. Hauptsache, das Spiel hat es vom PC auf die Xbox geschafft oder als, auf die Konsole, ja. Da hat man sehr, freut man sich ja schon, ne? Hauptsache, es ist schon mal da. Optimiert wird es ja dann früher oder später, ist ja im Review-Programm. Leider Gottes haben die Entwickler es nie wirklich geschafft, das richtig zu optimieren auf der Konsole. Es sah immer, auch nach dem richtigen Start, es sah einfach mistig aus, immer Kanten flimmern, also richtig, wenn du in den Urwald gegangen bist, so richtig Flimmerparty-Action, so richtig Augenkrebs, weißt du? Und, oh mein Gott, ich muss echt erstmal mit den Alpha klarkommen, weil der rutscht extrem weg. Huhuhuhu. Ja, und die Details waren halt, ja, eher miserabel. So, und jetzt lege ich dieses Spiel rein. Denkt mir eigentlich jetzt nicht viel. Ja, okay, das wird bestimmt auch so hübsch aussehen wie Halo und die anderen, die ein Update bekommen haben. Aber dann wurde ich sowas von überrascht. Denn das Spiel sieht nicht nur hübsch aus, ja, klar. Und das ganze Kantenflimmern ist weg, endlich. Und mehr Details, endlich. Es spielt sich sowas von flüssig, denn das war der Grund, warum ich bei ARK aufgehört habe nach 10 Stunden Gameplay, obwohl ich Dino-Fan bin. Nachdem ich ein ordentliches Haus gebaut hatte in diesem Spiel und ja, mehr Zeug zum Craften hatte, es kamen immer mehr Updates, hat das Spiel bei mir dermaßen geruckelt, dass die Frames teilweise so gefühlt unter 15 gegangen sind. Also es war fast unspielbar. Und das ist jetzt einfach mal weg. Es ist einfach, es läuft so ultraflüssig, dass die Xbox One X jetzt es wieder geschafft hat, dass ich dieses Spiel jetzt wieder rausgekramt habe und jetzt wieder endlich Freude habe an diesem Spiel erstmal, ja. Also die Xbox One X schafft es, dass ich wieder Spaß an den alten Spiel habe. Und das finde ich halt, daran merkt man einfach, dass halt doch ein bisschen Performance und Grafik halt vielleicht doch manchmal eben wichtig ist, ne. So, und da habe ich dieses Spiel gespielt und dann habe ich mir so gedacht, ey, Moment mal, ja. Vielleicht klappt das ja auch mit anderen Spielen, die ich aus irgendeinem Grund nicht mehr gespielt habe. Ey, ich schaff's niemals Erster zu werden, wenn ich laber, ich sag's euch. Egal. Ach, das ist schon 2 Runden nur. Ach du Scheiße, das schaffe ich niemals. Auf jeden Fall habe ich mir so gedacht. Alter. Ich brauche ein anderes Setup für das Auto. Ja, egal. Ich habe mir gedacht, so, dritter Versuch. Nee, das schaffe ich nicht. Ich schaff das nicht mit der Strecke. Das ist so unfair. Versucht ihr mal zu sprechen? Frei zu sprechen, aus Erinnerungen zu sprechen und dabei noch irgendwie anspruchsvoll zu fahren, und wir fahren ja auf einen recht hohen Schwierigkeitsgrad, das ist das Problem. Ja. Okay, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja, das ist Déjà-vu, ne, und täglich grüßt der Toni. Das klappt bestimmt auch mit anderen Spielen, die ich irgendwie, ja, aus irgendeinem Grund nicht mehr gespielt habe. Und wer meinen YouTube-Channel so ein bisschen verfolgt hat, der weiß unter anderem, dass einer meiner Lieblings-Let's Plays war, ich schaff's nicht zu labern, es wird nicht, war ARK gewesen. Subnautica. So, jetzt haben wir's. War Subnautica gewesen. Subnautica, einer meiner Lieblingsspiele, die so im Game Review gelandet sind. Boah, ich fand das Konzept auch sehr schön mit diesem Survival-Aspekt und diese Unterwasserwelt und dieses Aufbauen. Fand ich richtig cool. Hab Subnautica richtig lange Let's Played. Problem an Subnautica war von Anfang an auch da die, ja, Konsolenversion, ne? Es lief extrem scheiße. Es hat mir nur Spaß gemacht, aber es lief extrem scheiße. Und da waren auch teilweise die Frames unter 15, aber bei Subnautica habe ich noch drüber hinweggesehen, weil es eh unter Wasser war, dachte ich mir. Und da habe ich es echt noch trotzdem weitergezockt. Es ging aber irgendwann nicht mehr weiter, weil ich dann war dann an dem Punkt, wo ich bei 3000 Meter Tiefe war. Und sobald ich bei 3000 Meter Tiefe war und ich muss dahin, weil damit ich mehr freischalte von dem Spiel, ja, hat das Spiel so extrem geruckelt, dass ich teilweise Standbilder hatte und dass es dann immer wieder abgeschmiert ist auf der Konsole. Es kam zwar in den Lauf der Monate Updates ohne Ende, aber es wurde nicht besser. Also performancemäßig wurde es einfach nicht besser auf der Konsole. Dieses Spiel hat kein Xbox One X Update bekommen. Hab's trotzdem reingeschmissen, war erstmal überrascht, die Ladezeiten, pup, Hälfte kürzer als sonst und ja. Was soll ich sagen? 3000 Meter Tiefe, mein letzter Ladepunkt, ne? Ich bin butterweich geschwommen. Butterweich geschwommen. Es lässt sich spielen. Klar, ne? Die Grafik ist natürlich die gleiche, ne? Da hat sich jetzt nicht viel geändert.
Aber diese nachladenden Texturen oder dieses Aufgebloppe ist zwar auch noch da, aber wesentlich schneller als vorher. Und es lässt sich spielen. Es ist flüssig. Und da war ich mega krass überrascht, ne? Habe ich gedacht, geil, ey, jetzt kannst du das eigentlich auch wieder spielen, ne? Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt legst du mal ein Spiel rein, was du täglich spielst und was du auf YouTube die täglich machst. Welchen Platz haben wir jetzt eigentlich geholt? Ey, das muss gleich besser klappen, dritter Platz. Oh, weia. So, nächstes Rennen. Dann habe ich das nächste gehabt und das war City Skylines. Ich habe an City Skylines nie was bemängelt. Während meines Let's Plays nie was. Ich war zufrieden auf der Xbox One S. Es spielt sich gut, mir sind keine Ruckler aufgefallen. Klar, wenn man durch die Stadt fährt, dass es da mal ab und zu mal ein bisschen nachgeladen hat oder so. Vollkommen normal, aber es war für mich eine absolute Top-Konsolen-Umsetzung, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, was man da anders machen könnte oder so, ne. Jetzt lege ich das mit der Xbox One X rein, ja, und spiele das einfach mal so, weil ich einen Ladebildschirm einfach mal testen wollte, ob das vielleicht auch schneller geht. Ja, der Ladebildschirm geht wesentlich schneller. Und dann war ich ultra überrascht. Wirklich ultra überrascht, liebe Leute. Dieses, wenn du so über die Stadt fliegst oder durch die Straßen fliegst, also mit dem Cursor so durch, ne? Das fühlt sich an, als ob die Frames irgendwo bei 100 sind. Also wirklich, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich, aber das fühlt sich an, als ob da einer Butter drauf geschmiert hat. Ich zeige euch das, wenn wir mit den Winter-DLC anfangen. Und mit meinem Winterspecial, das ist so ultra butterweich, dass ich gedacht habe, was ist denn jetzt hier los, ne? Auch wenn ich durch die, als ob man schwebt, ne? Das ist so richtig fließend. Und ich dachte mir so, wie geil das einfach mal ist. Die Spieler haben kein Update bekommen und laufen einfach mal so absolut geil, ne? Heute kam auch nochmal ein kleiner Bericht von Eurogamers. Die hatten irgendwie The Witcher 3 drin, weil für The Witcher 3 kommt ja wohl auch bald ein Xbox One X Unchanged Update, aber ist bis jetzt noch nicht da. Lustigerweise, The Witcher 3 läuft ohne Update zurzeit auf der Xbox One X mit 60 FPS. 60 FPS statt 30. Und so habe ich das Gefühl, ist es halt auch bei City Skylines, ne? Das macht schon Spaß, das ist schon cool irgendwie. Ja, also wie ihr seht, ich bin wirklich überrascht. Genau von den Spielen oder von denen, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Weißt du? Ich wollte eigentlich nur die Games haben, wo ich gedacht habe, ey, cool, die kriegen ein Update. Da freue ich mich, die nochmal zu zocken, wie Gears oder so. Bin noch am überlegen, ob ich bei Gears dann mit dem Vogelmann den Horde-Modus dann mache. Oder die Story nochmal, weil da gibt es ja mehrere Schwierigkeitsgrade, genauso wie Halo. Und gerade mit dieser neuen Grafik, es sieht halt schon geil aus. Ich habe auch das Gefühl, und da komme ich jetzt nochmal hier zu Forza, dass der HDR-Effekt wesentlich besser ist. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt Forza angucke, ihr könnt es ja jetzt nun leider noch nicht so gut sehen, wie ich es jetzt hier sehe, ne, wegen meiner Streaming-Qualität. Aber das komplette Kantenflimmern ist einfach mal weg. Das komplette Kantenflimmern, was Forza so hat, ist einfach mal weg. Alle Texturen sind schön. Die Rasentexturen sind richtig, richtig geil. Also, die Büschel, ja, machen wir uns nichts vor, ne. Rasenbüschel oder hier und da. Ich weiß nicht warum und wieso, da könnte hier und da immer noch mehr sein. Aber komischerweise, wir haben das mal in der Gruppe verglichen, in der Forza-Gruppe. Komischerweise hat die Xbox One X-Version mehr Vegetation an den Straßenrändern als die PC-Version, die auch 4K hat. Und beide haben dieselbe Gigabyte-Anzahl. Okay, beides wurde von unterschiedlichen Teams gemacht aus dem Forza-Hause. Aber trotzdem, warum hat die Xbox One X-Version mehr Vegetation bekommen? Also das verstehe ich noch nicht ganz, aber okay. Ja, aber ansonsten, es sieht einfach nur unheimlich toll aus und schön. Also gerade jetzt hier, es gibt mehr Sonnenreflexion und auf der Scheibe und ach, ist einfach. Ach, ist einfach schön. Ich könnte weinen. Ob einen das 500 Euro wert ist. Ob das einen 100 Euro mehr wert ist, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, die PlayStation für Pro zu kaufen. Wollen man sagt oder geht da. Ob einem das wert ist, dass man ja im Endeffekt dieselben Spiele spielen kann wie auf der auf dem PC, weil ja PC und Xbox ja nun alles beides exklusiv immer ist. Windows exklusiv. Das muss nicht jeder für sich selber wissen. Also da will ich keinen rein. Keine Ahnung, ich will auch nicht hier irgendwie sagen, sie unbedingt kaufen oder ich gebe euch hier eine Kaufempfehlung. Weil das ist auch Quatsch. Auch das sah so schön aus. Ach nee, ihr könnt das nicht sehen. Fakt ist, gerade ich war von den Spielen überrascht, von denen ich es nicht gedacht hätte. Und tschüss, Alpha.
Toni, nächstes Let's Play nicht mehr so viel labern. Aber gut, heute ist eine Ausnahme. Heute, ich verbinde jetzt dieses Forza-Gameplay einfach mal als, ja, kleines Review von mir zur Xbox One X. Für alle, die jetzt erst reingeschalten haben, einfach später nochmal auf YouTube reinschalten und dann könnt ihr auch gerne dann noch eigene Erfahrungen in die Kommentare reinmachen. Ja? Ich bin zufrieden mit. Mir macht Spaß. Ja? Wer nicht auf PlayStation-Exklusive verzichten kann, der wird sich weiterhin eine PlayStation kaufen. Ja, also ich sehe die Xbox One X nicht so, dass sie jetzt PlayStation-Käufer anlockt. Finde ich nicht. Ich finde, die Xbox One X ist eine Konsole, die ist für die Xbox One-Spieler gedacht, die einfach mehr Leistung haben wollen. Ja, aber sich keinen PC kaufen wollen. Wie zum Beispiel, ich verstehe immer nicht so dieses, ey, für den Preis könnte ich mir einen PC oder ein bisschen mehr Geld, du kannst PC und keine Ahnung was. Ich verstehe diese Argumentation nicht. Ich bin ja schon ein bisschen etwas älterer Jahrgang. Ja, machen wir uns nichts vor, ich bin nicht mehr der junge Hüpfer. Und ich bin mein Leben lang Konsolengamer gewesen. Und das aus gutem Grund, weil ich entweder nicht den Platz für einen PC habe, weil ich das nicht mag, irgendwie an einem Schreibtisch zu sitzen, auch wenn es mittlerweile da auch andere Möglichkeiten gibt oder so, ne? Aber weil ich keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich ein Spiel kaufe, schafft das mein PC noch? Muss ich irgendwelche Komponenten umstecken? Ich will das nicht. Sicherlich sagt der ein oder andere PC-Gamer jetzt, ja, und jetzt musst du gucken, ob das Xbox One X unchanged ist und so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist ja wohl ein Unterschied, ob ich in den Laden gehe und gucke, ob da ein Bild drauf ist, ob das unterstützt wird oder nicht, als wie ob ich irgendwas an meinen PC umstellen muss oder ob ich da das Mainboard oder wie die ganzen Dinger da alle halten. Ich will das nicht. Und selbst wenn das einfacher wäre, will ich es nicht. Weil ich will nicht abseits irgendwo. Weil PC ist bei mir, ich weiß nicht, vielleicht kann der auch irgendein PC-Gamer, der mir gerade zusieht, vielleicht kann der auch was dazu schreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel PC spiele, selbst wenn ich mich damit anfreunden würde, in einen Extra-Raum zu spielen, wenn ich einen Extra-Raum zu Hause zur Verfügung hätte und meine Frau das genehmigen würde, ja? Selbst wenn ich damit zufrieden wäre, dass ich mich damit auseinandersetze, welche Komponenten ich brauche oder sonst was, ne? Dann hätte ich immer noch das Problem, dann müsste ich mit Maus und Tastatur spielen. Jetzt sagt der eine oder andere, nee, spiel doch mit einem Controller. Ja, ich sage, ja, dann spiele ich mit einem Controller, aber dann brauche ich ja online gar nicht antreten, wenn ich online zum Beispiel jetzt ein Halo oder ein Titanfall oder keine Ahnung was spielen will, ja, oder meinetwegen Call of Duty oder Battlefield, mit einem Controller, da spiele ich ja gegen die ganzen PC-Leute, ja, weil PC spielt ja mit gegen PC-Leute und die spielen ja alle mit Maus und Tastatur. Da brauche ich doch gar nicht antreten online, da habe ich doch gar keinen Spaß. Also bin ich ja gezwungen, irgendwann so oder so mit Maus und Tastatur Gaming klarzukommen. Und das will ich nicht. Ich will nicht Maus und Tastatur. Ich will einen gottverdammt normalen Controller. Und das sind einfach so Gedanken, die mich so einfach so ein bisschen stören. Wisst ihr? Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere nachvollziehen kann. Vielleicht spreche ich jetzt den einen oder anderen auch aus der Seele. Jeder wird sicherlich seine Vor- und Nachteile haben. Ne? Warum man eine PlayStation hat, warum man eine Xbox hat, warum man einen PC hat. Ich finde nur, man sollte keinen Konsolenkrieg oder sowas machen. Ich finde, jede Konsole ist cool. Ne? Und wer Geld hat, kauft sie einfach alle. Scheiß doch drauf, ja, um die Exklusiven zu spielen. Wer richtig Kohle hat, holt sich einen PC. Wer sich mit dem ganzen PC-Zeug anfreunden kann, das ist doch total Latte. Also ich weiß nicht, warum ich da unbedingt sagen muss, wenn einer was postet. Huhuhu, ich habe mehr Frames. Ich habe mehr Grafbüschel im Hintergrund. Huhuhu, guck mal bei mir im Hintergrund. Da ist ein Schatten, der ist ein Tick schärfer. Hahaha. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Boah, ich finde das lächerlich. Ne? Solche Diskussionen kann man führen, wenn man unter 18 ist und noch keinen Job hat und von Mama und Papa eine Konsole geschenkt bekommen hat, obwohl man die vielleicht gar nicht wollte. Aber alle, die älter sind, mein Gott, und die einen Job haben. Ja, wenn man solche Diskussionen sich einlässt, Alter, da kann ich doch einfach mal 2-3 Monate sparen. Ja, und dann habe ich auch ein Gaming-PC und dann kann ich in den Kommentaren selber reinschreiben. Hab jetzt auch Gaming-PC, Master Race. Mach euch jetzt alle fertig, bla bla bla. So, und dann kann der Nächste den Nächsten kaufen und das ist ein Blödsinn. Dieses sinnlose Hochgepusche, keine Ahnung, was Kinderkram, ganz ehrlich, sorry. Kann ich nicht nachvollziehen. So. Wie spät haben wir denn? 19 Minuten? Erst echt? Kommt vor, als ob ich hier schon eine Dreiviertelstunde laber, aber eigentlich laber ich ja schon eine Dreiviertelstunde. Unabhängig davon, ob ihr das schon wisst oder nicht wisst. So, okay. Jetzt bin ich mal Fünfter geworden durch dieses Gelaber. Jetzt müssen wir ein bisschen was machen. Jetzt müssen wir echt ein bisschen was machen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen leichter werden, ja? Weil
Sonst haben wir keine Chance, mal die Meisterschaft hier irgendwie ranzukommen. Das war jetzt einfach zu viel Gelaber, das ist das Problem. Ich weiß gar nicht, hat jetzt einer irgendwie geguckt, auf welche Tabelle ich hier bin? Ich habe gar nichts realisiert. Wenn ich mich jetzt so recht erinnere, weiß ich noch nicht mal, auf welche Strecke ich gerade gefahren bin. Weil ich jetzt einfach nur gelabert habe aus Erinnerung. Das ist so übel. Mann, 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 Mann. Ach ja. Aber ich finde schön, dass ihr auf jeden Fall mit am Start seid, so oder so. Ich habe ja auch ganz viele Zuschauer, die auch eine PlayStation haben. Ne? Die haben sich irgendwann bei mir diese City Skylines Xbox One Edition angeschaut und sind halt auch geblieben, ne? Warum auch nicht, ne? Nur weil ich jetzt Xbox spiele und weil die PlayStation spielen? Ach komm, Leute. Ne? Ich gucke mir zum Beispiel, weil ich keine PlayStation habe, nicht weil ich sie nicht mag, sondern weil ich halt keine zwei Konsolen zu Hause haben möchte. Das verleitet zu sehr zum noch mehr Spielen, sag ich mal. Und ich habe halt Frau, Kind und Arbeit. Da reicht eine Konsole, ne? Aber ich gucke mir zum Beispiel halt so die Exklusiven, gucke ich mir halt alle im Let's Play an, ne? Weil ich habe früher zum Beispiel alle Uncharted-Teile gespielt. Ich habe auch hier The Last of Us gespielt. Das sind schöne Spiele, ne? Wobei ich aber sagen muss, eins, ich war ein ganz schlechter Käufer. Ich war ein ganz schlechter Käufer damals zu PlayStation 3 Zeiten. Ich habe zum Beispiel nie, ja, und jetzt mag ich fast gar nicht sagen, ich glaube, der eine oder andere wird mich jetzt schlagen. Ich habe mir nie ein Uncharted gekauft. Nie. Ich bin immer zur Videothek gegangen an den Freitag und habe mir dann ein Uncharted, ja, fürs übers Wochenende ausgeliehen und habe das halt übers Wochenende durchgezockt, weil ich bin kein Trophy Hunter, ich muss nicht irgendwie alle versteckten Goodies oder so finden. Und Uncharted sind halt so Spiele für mich, die will ich in einen Rutsch durchspielen, weil Story ist geil und Grafik ist toll. Und ja, dann habe ich die halt mir in der Videothek gekauft. Und dann habe ich sie halt an den Sonntag wieder oder Montag wieder zurückgegeben. Und habe dann halt, ja, mir 60 € quasi gespart. Sollte natürlich nicht jeder machen, weil das ist schade eigentlich für so schöne Spiele, weil die müssen ja auch entwickelt werden und produziert werden. Und dafür bin ich bestimmt ein schlechtes Beispiel, wenn man so vorangeht. Aber ja. Dasselbe habe ich natürlich mit Last of Us so gemacht, ne? Ich habe das halt außer bei wenigen Spielen gemacht, die halt Multiplayer sind. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Also ich finde die PlayStation, finde ich, was Solo-Spiele, Solo-Exklusive betrifft, ne? Wenn man das jetzt so will, finde ich ja fast besser, ne? Und aber Multiplayer, oh guck mal hier, das ist viel besser als Gras. Ne, egal. Aber ich finde, die Xbox One hat halt immer mehr im Multiplayer, ne? Wie zum Beispiel so ein Gears of War, ne? Das spiele ich jetzt immer noch. Wie alt ist das Spiel jetzt? 2 Jahre? Oder 1,5 Jahre? Kriegt jeden Monat immer noch sein Update. Wir spielen es jeden Monat immer noch. Es macht immer noch Spaß. Weiß ich nicht. Das hast du halt dann zum Beispiel mit einem Uncharted nicht. Das hast du irgendwann mal komplett durch. Hat richtig Spaß gemacht, keine Frage. War auch richtig cool. Und aber spielst es halt jetzt nicht nochmal, ne? Wenn du es einmal durch hast, hast du es durch. Was willst du da jetzt nochmal groß, ja, vielleicht irgendwann mal, da kramst du nochmal raus, wenn der nächste Teil kommt, damit du nochmal storymäßig nochmal auf dem aktuellen Stand bist oder so. Aber ansonsten eher weniger, oder? Deswegen verstehe ich auch da die Diskussion manchmal nicht so. Oh, wir haben, oder hier die ganzen PlayStation-Fanboys, ne? Ja, wir haben das und das, das Spiel. Sowas Vergleichbares gibt's auf der Xbox gar nicht. Ha. Ich kann auch alles auf dem PC spielen. Ich glaube, seitdem die Xbox One Microsoft exklusiv ist, also quasi die Spiele halt auch auf dem PC mit Play Anywhere anbietet, seitdem hat auch gefühlt jeder PlayStation-Fanboy, ich sage jetzt Fanboy, ja, auch einen Gaming-PC zu Hause. Ne? Vorher waren alle PlayStation-Spieler oder Xbox-Spieler so gegen PC und hier die ganzen Master Race-Leute und keine Ahnung was. Und seitdem aber es Play Anywhere gibt, hat jeder PlayStation-Fanboy auf einmal einen PC, auf dem man die ganzen Xbox-Spiele spielen kann. Und das noch in viel besserer Grafik und so, ne? Ist ja nicht so, dass man dafür auch einen Hochleistungsrechner braucht für die Xbox-Spiele, ne? Weil die halt für den PC nicht so gut optimiert sind wie für die Konsole. Schon klar, meine lieben Leute. Es ist halt so geil. Ich liebe diese sinnlosen Diskussionen im Internet. Ist auch immer dasselbe, ne? Immer, immer dasselbe. Naja. Aber hey. Wir sind glücklich. Und das ist die Hauptsache. Und das ist halt das Schöne. Auch bisher auf meinem Channel ist auch alles friedlich geblieben. Da gab es nicht solche sinnlosen Diskussionen. Da kommt dann manchmal so andere Diskussionen. Finde ich halt voll geil. Letztens hat mir einer einen Kommentar drunter geschrieben, von wegen so wie, kein Hallo oder so, ne? Das ist alles out, ne? Oder hey, habt ihr zugesehen, finde ich cool oder so. Nein, da hat einer drunter geschrieben in den Kommentaren, du lispelst.
Ja, Leute, hä? Boah. Ich hoffe, jetzt habe ich euch bei euch richtig Gehirnbrain-Fucking gemacht, ey. Ich hoffe, das ist jetzt bei euch so richtig explodiert, ne? Also bei mir ist auch auf einmal, ich dachte mir so, Alter, krass. Scheiße. Ich lispel. Fuck. Und das habe ich denen natürlich auch drunter geschrieben. Habe dann wirklich so kommentiert, was? Ich lispel? Scheiße. Fuck. Ich muss meine ganzen Videos löschen. Scheiße. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast für diesen tollen Kommentar. Ohne Scheiß, ich frage mich manchmal, was so in den Leuten vorgeht, ne? Die gucken sich ein Video an, denken sich so, hey, der lispelt. Haha, den schreibe ich jetzt mal rein, der lispelt. Ja, nee, als ob das nicht jeder hören kann, dass ich lispel. Gott verdammt nochmal. Was soll das? Ich verstehe die Menschen manchmal nicht. Wirklich nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Will ich auch nicht. Man muss nicht jeden verstehen. Nein, 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 nein. So. Ah, so, jetzt ist mir warm. Mir ist richtig warm. Dieses ganze Gelaber und Autofahren. Aber es sieht so schön aus, ich schwöre euch. Wir wollen auch demnächst nochmal in der Gruppe nochmal so. Wir haben bisher, wie gesagt, was die Bodentexturen hier betrifft, die PC-Version und die Xbox-Version, also die Xbox X-Version, nur mit einem Vergleichsbild aus der Nordschleife gemacht. Wir wollen das demnächst mal noch ein bisschen mehr testen. An anderen Strecken, auch gerade hier, wenn ich jetzt hier so fahre, ich habe das Gefühl, hier ist wesentlich mehr Gras an den Seiten als in der PC-Version oder in der normalen Xbox-Version. Das müsste man echt nochmal wirklich vergleichen. Es gibt ja auch auf YouTube-Videos, aber es gibt noch kein PC versus Xbox One X-Video. Also schon eins, aber das ist über einen Monat alt und das war noch vor dem Update. Von daher bringt das wirklich eher weniger was. Jetzt müsste man mal eins machen, das würde mich echt interessieren. Wie das so ausschaut. Oder ob das einfach nur täuscht, ne? Dass man so erstmal so denkt, ey. Haha. So, und wie ihr seht, jetzt hat es auch geklappt, nachdem wir den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergedreht haben. Damit wir erstmal ein paar Punkte. Wir können ja auch mal ganz kurz in die Außenperspektive gehen, oder? Sind wir heute noch gar nicht gefahren. Ist ja auch frustrierend für euch, die ganze Zeit nur mit mir eingesperrt im Cockpit. Da labere ich euch irgendwie zu mit der Xbox One X und Konsolenkrieg und PC und Gott. Also ist das, wenn man im Laberfluss ist, ne? Da hat man irgendwie ein Thema nach dem anderen. Das ist halt so. So. Jetzt fahren wir hier aber erstmal gekonnt den Sieg nach Hause. Okay, das war ein bisschen zu viel mit den Schwierigkeitsgraden nach unten gegangen. Ich sehe ja gar keinen hinter mir. Gut, ein bisschen übertrieben. Hat der Danny ein bisschen übertrieben. Aber nur ein bisschen. So, Xmap hat noch was geschrieben. Sehr schön. Aber da hast du schon recht. Dieses ewige Fight zwischen PC und Konsolen geht mir auch nur auf den Sack. Jeder soll das zocken, wo er Spaß dran hat. Und nicht gedisst werden, weil zu wenig FPS hat. So ein Schwachsinn. Ja, eben. Meine Rede, meine Rede. Gut, ich hab's jetzt nur mitbekommen, ne? Wie gesagt, ich hab euch ja nun davon. Gefällt mir das Tuning? Nee, eigentlich nicht. Das ist noch nicht optimal. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall erstmal beenden, weil wir sind jetzt auch bei einer halben Stunde. Wir machen die Meisterschaft dann das nächste Mal weiter, keine Sorge. Und dann mit ein bisschen mehr Konzentration und wieder höheren Schwierigkeitsgrad. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe es ja nun jetzt mitbekommen. Ja, mehr FPS kann wirklich besser sein. Ja, ich habe es, wie wir es schon gesagt haben, von den Spielen, wo ich jetzt überrascht war, Ark, Subnautica, City Skylines, ja, wo ich gedacht habe, ey, mit der Xbox One X, das ist mega flüssig und jetzt. Es macht irgendwie doch ein schöneres Gameplay. Aber das ist für mich kein Grund, jetzt irgendwie in den Chat irgendwo reinzugehen. Hahaha, ihr habt dafür nur 30 FPS. Ich hab 60 oder 100 oder 120. So ein Blödsinn. Ey, wirklich, so ein Blödsinn. Wirklich, das ist ein Blödsinn. Das ist einfach nur Blödsinn. Und ich finde, das ist eigentlich so ein schönes abschließendes Wort. Ich bedanke mich jetzt hier für alle, die reingeschaltet haben, auch für Möb, der hier wieder von Anfang an wieder mit dabei war und mich im ersten Stream, den ihr leider da draußen auf YouTube nicht gesehen habt, aufmerksam gemacht hat, dass ich ja die ganze Zeit wieder stumm geschalten war und nur, ihr könnt euch bedanken eigentlich bei Möb, nur wegen Möb habe ich jetzt dieses zweite Video noch rechtzeitig gemacht, damit ihr was habt, weil sonst hättet ihr wieder ein Video auf YouTube bekommen ohne meine Stimme. Jetzt würde einer oder andere sagen, ach verdammt, du scheiß Möb, Alter. Penner, Alter. Ich mag den Toni nicht sprechen hören. Der hört sich scheiße an. Der lispelt. Ich will das nicht hören. Ich will das nicht sehen. Ja? Dann müsst ihr euch bei Möb jetzt bedanken. Ansonsten, ich bedanke mich für alle, die reingeschaltet haben. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sonnetti. Tschüss.